Wahlen in Frankreich. Präsident auf dem Prüfstand. Im Gespräch die SPD-Europaabgeordnete Evelyn Gebhardt. Frau Gebhardt, wer wird nächster französischer Präsident? Oh, also ich kann sagen, was ich mir wünsche und was wahrscheinlich ist, nämlich François Hollande. Aber ich kann natürlich nicht sicher sein. Über die französischen Wahlen reden wir gleich ausführlich. Zu Beginn unseres Gesprächs würde ich Ihnen gern ein paar Fragen zu Ihrem Werdegang stellen. Sie sind in Paris geboren, leben aber seit Jahrzehnten schon in Deutschland. Haben Sie die doppelte Staatsbürgerschaft? Ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft inzwischen und da bin ich sehr froh darüber, weil Französisch sein und Deutsch sein gehören bei mir jetzt einfach zusammen. Das ist mein europäisches Leben. Sie sitzen für die SPD, also für die deutschen Sozialdemokraten, hier im Europaparlament, in dessen Studio wir heute zu Gast sind. Das heißt aber, Sie hätten auch für die französischen Sozialisten kandidieren können, oder? Ach, ich könnte als Europäerin für alle kandidieren, auch für Italiener oder Briten oder Polen. Denn wir haben ja die Unionsbürgerschaft und die bedeutet, dass wir Europäer da kandidieren können, wo wir unseren Lebensmittelpunkt haben. Und mein Lebensmittelpunkt ist in Deutschland und deswegen bin ich eine deutsche Abgeordnete jetzt hier im Europäischen Parlament. Sie haben Sprachwissenschaften, Philologie auch studiert, haben dann als freie Übersetzerin gearbeitet. Wie sind Sie zur Politik gekommen? Durch meinen Wechsel nach Deutschland. Ich hatte eigentlich Lehrerin am Gymnasium für Deutsch in Frankreich studiert und wollte gern, als ich meinen deutschen Mann geheiratet habe in Deutschland, diesen Beruf ausüben. Aber ich durfte leider nicht. Damals war es noch so, dass die Anerkennung von Berufsabschlüssen sehr schwierig war. Und da habe ich gesagt, da muss was geändert werden. Das war einer der Ansätze. Das zweite ist, als Französin habe ich mich als Frau in Deutschland doch sehr, sehr fremd empfunden, weil das die Lebensentwürfe von Frauen in Deutschland, in Frankreich doch sehr unterschiedlich sind und ich hatte etwas Integrationsschwierigkeiten deswegen und deswegen habe ich gesagt, da will ich auch etwas ändern, mehr Fortschritt für die Frauen auch haben. Seit fast zwei Jahrzehnten machen Sie jetzt Europapolitik mit diesem Erfahrungshorizont hier im Parlament. Worin unterscheiden sich denn deutsche Sozialdemokraten und französische Sozialisten? Also die ganze Kultur, die Tradition sind ganz unterschiedlich. Wir deutschen Abgeordneten sind es gewohnt, auch sehr viel im Konsens auch mit anderen Parteien zu machen, gerade da, wo es notwendig ist, gute Politik zu gestalten, während Franzosen sehr viel impulsiver sind, sehr viel schneller auch mal maximal Anforderungen setzen. Und das bringt manchmal auch Dissens zwischen uns. Aber es ist auch bereichernd, weil wir die unterschiedlichen Erfahrungen auch zusammenbringen können. Und das ist der Mehrwert von Europa. Deutschland und Frankreich haben in den letzten Monaten, in den letzten Jahren sehr, sehr eng zusammengearbeitet in der Eurokrise. Freut Sie das? Dass Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten, freut mich immer. Das ist ganz wichtig. Ich bin nicht immer zufrieden mit den Ergebnissen, die gebracht werden. Aber diese Zusammenarbeit ist für das Fortkommen von Europa, für dieses Friedensprojekt, das wir auch haben, von außerordentlicher Wichtigkeit, gerade wegen der Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich. Und deswegen kann ich das nur begrüßen, dass wir stark zusammenarbeiten. Wann sind Sie denn mit den Ergebnissen nicht so zufrieden? Ich bin nicht zufrieden mit einem Fiskalpakt, so wie er kommt, zum Beispiel in der Politik zurzeit, weil er nur sehr einseitig Politik Antworten gibt, während was Wachstum, was Beschäftigung angeht, einfach auf der Seite geblieben ist. Und wir können doch nicht zulassen, dass in Griechenland, in Spanien Hunderttausende von Menschen arbeitslos werden, dass in Portugal 30% der Jugendlichen unter 25% arbeitslos sind, dass in Griechenland zurzeit die Selbstmordrate von Menschen um 40% gestiegen ist, wegen der Situation in der wir sind. Und da brauchen wir andere Antworten als die, die wir bisher gegeben haben, damit diese Menschen auch eine Perspektive haben und auch wirklich das Europa leben können, und zwar das Europa der Bürger und Bürgerinnen. In Europa sprechen viele ein bisschen spöttisch, manchmal auch verächtlich von Mercosur, um diese sehr enge Zusammenarbeit zwischen der deutschen Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten zu beschreiben. Sie haben Nicolas Sarkozy ja eine Zeit lang beraten in deutschlandpolitischen Fragen. Wie
Erklären Sie sich diese politische Nähe zwischen den beiden? Auf den ersten Blick passen die ja gar nicht zusammen. Die passen absolut nicht zusammen und das merkt man auch in der Politik, denn es wird zwar immer wieder gesagt, dass sie gut zusammenarbeiten, aber den Eindruck habe ich nicht. Wenn man da ein bisschen hinter die Türen, hinter die Ideen schaut, dann merkt man, das ist ein ständiges Hin- und Herziehen. Wer hat jetzt Recht und wer bekommt jetzt Recht zwischen den beiden? Wenn sie das mal entschieden haben, dann sind sie sich wieder einig, aber das ist nicht die Art und Weise, wie Politik in Europa gemacht werden darf. Wir brauchen europäische Lösungen und nicht ein Hin und Her von nationalen Antworten. Ich gebe dir was, dafür kriege ich was. Das ist nicht das, was wir brauchen für die Bürger. Nun ist Frankreich mitten im Wahlkampf. Keiner der vielen Bewerber wird es schon im ersten Durchgang schaffen, also wird es eine Stichwahl geben. Wen erwarten Sie da? Also ich gehe davon aus, dass François Hollande und Herr Sarkozy in die Stichwahl kommen. Die anderen Bewerber sind zwar zum Teil auch stark, aber ich glaube, die Franzosen werden zwischen den beiden so eine Entscheidung treffen wollen. Nun lag der sozialistische Herausforderer François Hollande viele Monate deutlich vor dem Amtsinhaber. In den letzten Wochen aber holt Nicolas Sarkozy auf. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Herr Sarkozy in letzter Zeit etwas ganz Übles spielt, nämlich wieder den ganz rechten Bereich der Politik anzusprechen, mit Law and Order, mit Parolen gegen Ausländer. Das ist übrigens der Grund, warum ich dieses Mandat als Beraterin abgegeben habe, weil ich gesagt habe, das kommt nicht in Frage. Ich kann nicht mit so jemandem arbeiten, der eine solche Politik gegenüber Roma und Sinti zum Beispiel verantwortet. Die wollte er ausweisen. Obwohl es gegen das europäische Recht auch verstößt. Ich denke, das ist das. Er spricht jetzt gerade sehr populistisch manche Bereiche der Politik an, die sehr problematisch werden können, die rechtsextrem eigentlich angelagert sind. Und das wird für die Zukunft der Politik in Frankreich auch sehr belastend werden. Kritiker von François Hollande sagen, dass er eine Art Populismus von links betreibe und Versprechungen mache, die gar nicht zu bezahlen sind. Ist das Wahlprogramm von François Hollande richtig durchgerechnet? Es ist nie so, dass man direkt alles wird machen können, was man verspricht. Weil die Umrahmungen, die Politik, die sich gestaltet, neuen Aspekte immer wieder dazukommen. Das ist einfach im Leben so und in der Politik genauso. Er hat allerdings eine Neuorientierung der Politik in Frankreich angesprochen und das finde ich sehr gut. Weil bisher ist gerade die Sozialpolitik, ist die Politik für die Bürger, ist die Politik von Wachstumsbeschaffung und Arbeitsplatzbeschaffung, und zwar gute Arbeit, leider sehr brachliegend geblieben in Frankreich. Und das ist eines der Probleme, vor dem Frankreich auch steht. Und dass da François Hollande sagt, da muss etwas geändert werden, das denke ich, ist tatsächlich die richtige Antwort. Aber die Frage, die sich viele auch außerhalb Frankreichs stellen, ist, kann er das ohne neue Schulden zu machen, finanzieren, all diese Angebote, diese Programme? Das kommt ganz darauf an. Also es geht ja auch um Priorisierung von Politik. Also man kann sagen, also da will ich etwas machen, vielleicht auch in anderen Bereichen vielleicht weniger Ausgaben geben. Zum Beispiel, was Militärausgaben angeht oder so, da hat er ja auch angesprochen. Man muss wissen, was man erreichen will. Die Ziele, die man erreichen möchte, sind eben andere bei François Hollande als bei Sarkozy. Er sagt aber im Wahlkampf, dass er den Fiskalpakt stoppen und neu verhandeln will. Er will ihn neu verhandeln, das ist richtig. Und wenn man das in der französischen Sprache hört, dann heißt es ja, kann auch heißen, noch etwas hinzufügen. Heißt nicht alles umwerfen. Aber ich denke, im Fiskalpakt müssen wir durchaus auch das eine oder andere eventuell noch einmal überdenken. Und vielleicht passiert so etwas wie damals in den 80er Jahren, als Jospin plötzlich ganz unerwartet Präsident wurde und beim Amsterdamer Vertrag dafür gesorgt hat, dass endlich Sozialpolitik auch eine wichtige Komponente der europäischen Politik wird. Das war damals auch ganz unerwartet und ich finde es doch gut, wenn auch mal etwas Unerwartetes in der Politik kommt. Nun befürwortet aber die deutsche SPD, die Bundestagsfraktion, diesen Fiskalpakt. Und die Drohung Hollandes, er wolle da nachverhandeln, die bezeichnen führende Sozialdemokraten in Berlin als naiv. Wo stehen Sie da?
Ach, ich bin nicht der Meinung von Steinbrück. Ich habe da eine andere Meinung, sondern ich denke, dass, wie Sigmar Gabriel es auch selber gesagt hat, unser Vorsitzender, dass wir da wirklich überdenken müssen, wie können wir dafür sorgen, dass eine Verbesserung dieses Paktes auch herbeigeführt werden kann. Und da komme ich wieder auf das Thema Wachstumsperspektive, Beschäftigungspolitik. Das sind die Bereiche, die wichtig sind, denn wir machen ja Politik für die Bürger und nicht für irgendwelche Banken oder sonst jemanden sonst. Nur ist aber dieses Ergänzen um einen Wachstumsteil etwas anderes als wir stoppen den Vertrag und wollen ihn neu verhandeln. Die politische Botschaft, nach meinem Eindruck, scheint doch zu sein, Schluss mit dem Sparen, es darf wieder und weiter konsumiert. Nein. Also so hat es François Hollande ganz bestimmt nicht gedacht. Also das war damit nicht gesagt, sondern wirklich zu überlegen, welche Konsequenzen haben diese Entscheidung, die wir haben. Wir müssen sparen, das ist richtig. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Haushalte wieder ins Lot kommen. Das ist ganz wichtig, und zwar in der ganzen Europäischen Union, auch in der Bundesrepublik Deutschland, auch in Frankreich natürlich. Aber wir müssen uns überlegen, wie wollen wir dafür sorgen, dass auch in der Zukunft auch wieder ein Vorwärtsprogression in der Politik da ist, Innovation. Auch zu schauen, wie kann eine Industriepolitik aussehen? Zu schauen, wie können wir vernünftige Arbeitsplätze schaffen? In welchen Bereichen wollen wir da auch Fortschritte haben? Zum Beispiel im Klimaschutz, bei erneuerbaren Energien, nicht unbedingt bei der Herstellung von Waffen zum Beispiel. Also das sind die Fragen, die wir haben, die wir angehen müssen und wo wir uns also wirklich Gedanken darüber machen müssen. Und das können wir natürlich in Deutschland und Frankreich gemeinsam machen, Sozialdemokraten sowieso. Spielen wir den Fall mal durch. François Hollande gewinnt die Wahl und wird nächster französischer Präsident. Wird er gut mit Angela Merkel zusammenarbeiten können? Ich meine, jetzt im Wahlkampf hat man schon den Eindruck, dass die beiden sich nicht besonders mögen. Ja, also Merkel und Sarkozy haben sich auch nicht besonders gemocht am Anfang, und Chirac und Schröder auch nicht. Und die haben sich immer irgendwie aneinander gewöhnt. Aber wir wollen sowieso nicht, dass sie sich lange aneinander gewöhnen, weil wir wollen, dass wir 2013 einen neuen Bundeskanzler haben, der eben besser mit François Hollande zusammenarbeitet und besser unsere sozialdemokratische Politik auch gestaltet. Eveline Gebhardt, deutsch-französische Europaabgeordnete, vielen Dank für Ihre Antworten im Interview der Deutschen Welle. Dankeschön.